So. Wollen wir mal hier hochlaufen. Den Pilgerpfad zu den Graubär. Oh. Oh. Ein Höhlenbär. Ist ja super. Ich glaube, dann laufen wir doch lieber nicht in dem Pferd hinauf. Weil es ist dann direkt wieder tot. Obwohl das eigentlich egal ist, weil es eh rumbackt. Ah, naja, egal. Au! Oh. Bärchen, what's up? Irgendwie hängt er da fest, habe ich so das Gefühl. War der jetzt tot? Nee, oder? Ich wollte doch noch einen Seelenstein füllen. Ach, jetzt kommt er runtergerutscht. Hallo? Bärenklau, Höhlenbärenfels, Stahlpfeil. Wusch. Das finde ich immer wieder witzig. Wenn die ganzen Leichen irgendwo runterrutschen und so, das ist immer am schönsten. So. Der Pilgerpfad entlang des Pfades. Mal schauen, ob hier noch mehr Bären rumstehen, rumeiern. Hallo? Nee, eine Ziege. Hallo Ziege. Danke für dein Fell. Fick dich, dass du keinen Hund dabei hattest. Warum hat die Ziege... Ich verstehe das nicht. Die haben zwei Hörner. Und die meisten Ziegen haben nicht mal einen Hund, was man denen abnehmen kann. Ich verstehe das nicht. Nee, 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 nee. Nicht runterfallen, bitte. Ach, hier liegt sie. Ziegenfell, Stahlfell, wieder kein Ziegenhorn. Ey, warum denn nicht? Macht der hier? Hallo? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Danke für die Schrifttafel. Was macht denn der da? Ja, ich hab schon einen Bär getroffen, du Knallkörper. Das kommt ein bisschen zu spät. Ein wenig zu spät kommt die Information. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ein Eistroll. Oh, komm. Ah. Trollfett und Startpfeil. Gut, dass wir mittlerweile so viel Schaden mit dem Bogen machen. Und trotzdem halten die Trolle noch so viel aus. Das ist ganz schön übel. Vor allen Dingen sieht man die auch so behindert in diesem Schneelandschaftsgedöns. Oh nee, ein Schneebär. Hi. Haha. Doch, so. Eigentlich wollte ich hier gucken, ob... Nee, hier gibt es nirgends. Am Berg irgendwas an Erzen oder so zum Abbauen ist, aber irgendwie... Gibt's hier nichts. Warum auch immer. Da sind so viele Pilger vorbeigekommen, die alle... Die alle... Wo ist die Ziege jetzt hin? Sag jetzt nicht, ich hab die hier runtergeschossen. Ah, oh, nee, oder? Fuck. So viele Pilger, die ja schon alles aus dem Berg rausgehauen haben. Dass es hier nichts mehr gibt. So. Ja, ich hab die wohl schon runtergekickt. Die doofe Ziege. Die olle. Olle Ziege. Jetzt wird's ganz schön. Ich hab Angst. Oh ja, da ist irgendwas.
Was ist dort? Ich sehe nichts. Ich habe da nichts gesehen. Aber das könnte auch an dem Schneesturm hier liegen, weil der verdeckt ja eh ziemlich viel von der Sicht. Hallo? Warum ist es denn hier so windig? Hallo? Ist hier jemand? Es ist still. Man hört nur den Schnee und den Wind. Den Schnee, wie er vom Wind über die Berge getragen wird. Und seinen eigenen Atem. Der eigene Atem. Der langsam und gleichmäßig die Stille durchschneidet. Langsam fährt die Kälte unter die Kleidung. Man fängt an zu frieren. Brrr. Man sammelt ein paar Schneebären, um zu überleben. Weil in dieser unfreundlichen Umgebung kein zu essen zu finden ist. Sag mal, wie lang ist denn der scheiß Pilgerpfad hier? Mein Gott. Ach, hier sitzt der Nächste. Ja, natürlich. Sitzt bitte halb oberkörperfrei hier. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Ist bestimmt nicht kalt, ne? Nee. Quatsch, ist doch nicht kalt. Ich meine, wie weit geht denn das ja noch hoch? Das ist ja Wahnsinn. Könnten wir denn dann endlich mal ankommen? Hallo? Hallo, 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 hallo. Das Echo. Habt ihr es auch gehört? Ist echt langweilig hier. Eistroll. Wüste Höhle hier. Ist mir komplett gar nichts. Hallo. Der Eistroll, der wollte uns trollen. Troll dich. Haha. So. Haben wir es denn nur bald mal geschafft, mein Gott. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wie weit das hier geht. Achso, jetzt gehen wir wieder nach unten, oder was? Och, meine Fresse. Ich bin jetzt einmal im Kreis gegangen und laufe jetzt den Pfad wieder zurück. Ha, ha, ha. Hallo? Wieder keine Sau hier. Oh, Mann. Und doch das Pferd mitnehmen sollen. Scheiß drauf, wenn es gestorben wäre. Aber das ist ja echt ewig, wie weit das hier geht. Kommt bestimmt noch ein Troll. Oder drei Trolle. Oder fünf. Alle auf einmal. Und dann sterbe ich hier. Ich glaube, jetzt mache ich mir gerade selber Angst. Ich glaube, ich sollte speichern. Ja. Ich werde den ganzen Weg nochmal laufen, ja. Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind gleich am Ziel. Juhu, yeah, wow. Na los, schnell. Es wird kalt, ich will da rein. Hochhopka. Oh cool, danke für den Heiltrank und die Blümchen und die Blümchen und die Truhe ist leer. Super. Und die Blümchen. Die Blümchen. Ein großer Sack. Karotten. Leer. Tomaten. Kohl. Super. Klopf, klopf. Wir sind in Hochrotka. Rottig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 
Oh, und da ist der nette Mensch, mit dem wir sprechen sollen. Sieh an, ein Drachenblut erscheint. Hallo, Arngeier. Jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ich folge dem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Eure Ruf. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Demonstriert den Schrei. Unerbittliche Macht. Schreit uns an und gebt uns eine Kost. Hab ich das? Wieso habe ich denn das ja nicht mit drinne? Magie, Schreie, unerbittliche Macht. Favorit. Stimme. Huch, wie ging denn das gleich? Y, oder? Bam. Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrodgar. Ich bin Meister Arngeier. Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Och, nix, nur so dies und das. Ich folge eurem Ruf, Meister. Nee, ich möchte herausfinden, was es bedeutet, um ein Drachenblut zu sein. Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Das ist aber nett. Ich bin also nicht das einzige Ihr Drachenblut. Seid nicht das erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Natürlich. Das wird sich erst noch herausstellen. Klar habe ich das. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Ja. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Okay. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren. Das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Okay. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Wo kommen denn die plötzlich alle her? Raw. Ja, und Dong, dong. Und Wort der Macht gelernt. Gleichgewicht, unerbittliche Macht. Ihr seid wahrlich mit der Gabe. Ich hab das doch nur angeguckt. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Okay. Nun, so lernt der Rest von uns Schreier. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Da Fug, was passiert denn mit dem? Der eskaliert ja komplett, der Typ. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Ist der jetzt schon dazugekommen? Schreie. Gleichgewicht ist schon freigeschaltet, wie es aussieht, ja. Kraft, Gleichgewicht. Ja, okay. Demonstriere den Schrei, unerbittliche Nutzt Macht. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Okay. Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wenn ihr sie. Wie mache ich das? Muss ich das gedrückt halten jetzt oder was? Kombiniert wird der Schrei mächtig. Ah ja, okay. Ja, gedrückt halten.
Ja, war das gut oder was? Hab ich's drauf oder was? Gemacht. Wieder einmal. Sag ich doch. Haha, jedes Mal schubse ich dich mit um. Ja Mann, ich bin der Meister. Hallo, hallo. Beschwör doch mal. Schnell, wie gewohnt. Wie gewohnt. Bam. Ha. Beeindruckend. Ja, finde ich auch. Euer Turm ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Vielen Dank. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Lerne das Wort der Macht von Bori. Okay, kannst du mal schneller laufen, Kollege? Ich wollte mal gucken, was ich noch für Schreie eigentlich hatte. Entwaffnen hatte ich noch. Zeit verlangsamen, okay. Die hatte ich schon gelernt. Das Einfrieren war, glaube ich, cool. Das hatte ich mal in einem Spiel vorher. Naja, hallo, hallo. Innenhof, ab in den Innenhof, der Innenhof. So, und was lerne ich jetzt hier? Hallo, 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 hallo. Komm schon, warum schleicht denn der so ewig langsam? Kann das mal auch schneller gehen? Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wuld beibringen. Wuld. Das bedeutet Wirbelwind. Wuld. Klack. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Zack. Wirbelwind. Wirbelwind Sprint. Meister Bori. Er wird sein Wissen über Wuld mit euch teilen. Ja, mach das mal, Kollege. Der geht auch so ab, ne? Magie, Schreie, Wirbelwindsprint. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprint vorführen. Anschließend was? Seid ihr dran. Ich dachte, ich soll den jetzt schon machen. Meister Borin. Bex. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Okay. Bam! War das gut oder was? Hallo? Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Ja, ich bin so erstaunlich. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Tja, kannst du mal sehen. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Es passiert einfach, ne? Vielen Dank, wie lautet meine nächste ihr Aufgabe? Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Ustengraf. Möge der Himmel euch leiten. Jürgen Windrufer. Unerbittliche Macht, so. Nee, Map wollte ich. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt sehe ich gerade gar nicht. Hier oben müssen wir hin, okay. Ustengraf. Da reisen wir doch mal schnell dahin. Ich wusste gar nicht, dass wir das schon entdeckt haben. Wann sind wir dann bestimmt irgendwann mal einfach nur vorbeigeritten? Oh, oh. Alter. Totenbeschwörer, Novize. Grasnamen. Hellsehen. Stahlpfeil.
Der Rest bringt nicht wirklich was. Und Banditen gesetzlosen hat sie noch mit als Verbündeten dabei gehabt, die alte Troller. Aschehaufen hatten Dietrich, Gold, Stahlpfeil. Super. Der Aschehaufen wieder mal, ja. Hier ist auch noch ein Aschehaufen. Gold, Granatstein. Jawohl. So. Holzfällerachst. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht geschafft. Das baue Erz ab, koche Essen und helle Holz. Nee, Dingse Holz, Hacke Holz, Errungenschaft. Obwohl das ja wohl mit die einfachste ist, die es gibt. So. Noch irgendwas am Start. Was liegt hier drauf? Skoma. War das nicht irgendwie sowas wie, wie eine Droge? Ustengraf. Gut, dann wollen wir uns doch mal hineinbegeben in das Grab und den Gral, oder was das war, Orichalcum, okay, besorgen. Warum sind die alle tot? Ich habe Angst. Amulett von Arkai. Oh ja, das erinnert mich daran. Bekleidung. Ausdauer. Da hinten hat's gefunkt. Gefunkelt. Oh. Wer bekriegt sich denn da? Bop. So, wollen wir doch erstmal hier schauen. Okay, der ist schon tot. Knochenmehl, Stahlstreitkolben. Dann haben wir hier noch ein paar Tränke. Sieht aus, als wäre es gemütlich gewesen hier. Hätten eine Weile geschlafen. Der Kollege. So, Bandit Gold. Nix weiter, hoch. Pfeile, Stahlpfeil. Den ich weggeschossen habe. Dietrich Gold, Stahlpfeil. So. Dann haben wir hier was rumliegen. Eine Truhe. Gold, winziger Seelenstein. Das ist gut, das ist gut. Aschehaufen. Schwarze Magierrobe, die nehmen wir mit, die bringt was Geld. Schwörerlehrling. Stahlpfeil. Und wir haben Banditen Marodeur. So. So. Ach, da liegt noch einer. Gut. Oh, ein Drosselei. Und irgendwas klimpert hier gerade ganz komisch. Was ist das? Was ist das? Hilfe! Ist da jemand? Hier drüben. Nein, hier ist niemand. Was passiert denn hier? Ein Trauger? Beschwörer? Alter, was geht denn hier ab? Traugerwicht. Wow! Ey, sehen die mich echt nicht? Ist ja nice. Ich habe nur mittlerweile so einen hohen Schleichenskill, dass sie vor mir stehen und mich nicht sehen. Fette Sache. Was ist das denn? Tundra-Baumwolle. Die scheiße Zwergendolch, Stab des Schutzgeistes. Den nehme ich mal. Der Feuermagier, ja, blitzresistent. Vulkanglasdolch, den nehme ich auch mit. So. Hier einen ruhelosen Trauger. Den ruhelosen Trauger. Den Traugerwicht. Der Stahlpfeil, so. Was haben wir hier noch so rumliegen? Ein Heiltrank, da hinten ist noch ein Heiltrank. Hier ist noch ein Traugerwicht. Den haben die dann aufgeschossen, auch gut. So, sehr schön. Was ist das? Hallo? Ist jemand zu Hause? Ohne. Ist leer.
Huch, ich sollte vielleicht erst lesen, bevor ich es anklicke.